Der hat mich eingeladen und deswegen bin ich froh, dass jetzt die Gelegenheit war. Und ich finde auch eine gute Gelegenheit mit der einen Punkt WM, ob wir es jetzt heimlich machen oder nicht, er gewinnt sowieso. Also können wir es auch gleich zeigen. Ein Punkt WM würde in dem Fall heißen, ich mache vielleicht im ganzen Spiel einen Punkt gegen ihn. Aber dann auch eher aus Zufall. Wenn man sich vorstellt, dass man ja als dann auch Hobbyspieler im Zweifel oder als Amateurspieler Weltmeister werden kann, für mich war das immer ein Kindheitstraum. Das ist einfach der ganz große Reiz, warum dieses Event auch so ein gutes Feedback bekommen hat. Und ja, dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr Leute gerne Weltmeister werden möchten. Ein bisschen Glück, einen Profi zu schlagen, mit ein bisschen Glück vielleicht Weltmeister zu werden in einem Tag. Das ist ja eine tolle Werbung für den Sport. Darum geht es ja. Spaß haben, zu zeigen, dass dieser Sport einfach Freude macht. Und das kann nur gut sein für Sportland Nordrhein-Westfalen. Für eine tolle Idee. Wer immer sich sowas immer ausdenkt, ich glaube, Herr Lang ist es jetzt gewesen. Er steht sozusagen beispielhaft dafür. Respekt dafür, dass man so einen traditionsreichen Sport noch mal auf den Kopf stellen kann, dass man den Gedanken überhaupt hat. Wir werden das Format dahingehend anpassen, dass wir größere Vorrundengruppen haben. Letztes Mal hatten wir Vierergruppen, diesmal werden es Achtergruppen sein. Also viel mehr Tischtennis in der gleichen Zeit, das kann man sicherlich irgendwie oben drüber schreiben.